Ist das der letzte? Piep. Ja, gut gesagt. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Hallo? Was? Hey, hey, hey. Ach, okay. Das nehmen wir aber noch mit. So viel Zeit muss sein. So, passt doch. Kaboom! Nice work! Na, da sind wir noch mit dabei. 10.000 Dollar Mission erfüllt. Wunderbar. Was? Die schießen ja einfach auf mich, die Hunde. Auch wenn es wahrscheinlich nicht mit Absicht war, aber das passt mir nicht so ganz. Hey, hey. Das Tolle ist, mein Voodoo davon lebt noch. Wer da? Hallo. Warum übersetzen die das nicht mit "du hast dicke Eier"? Das wäre eigentlich die korrekte Übersetzung. Und ich finde, es passt auch zum Stil des Spiels, bloß der wird hier komplett kaputt gemacht durch solche Übersetzungen. Denn das ist ja nicht so, dass man so publik "oh, du hast Mummel in den Knochen" sagt. Da heißt es "du hast dicke Eier, Alter". Und ich sehe gerade hier wunderschöne Sachen auf mich zukommen und da sind wir noch dabei. Ach, wieder bloß 100 Schuss und Mist. Huch, schlecht. So, hätten wir diese ganze Gangbang-Geschichte also abgeschlossen und könnten wieder zu Auftragsmord und unserem Koks-Problem übergehen. Aber erstmal gehen wir was fressen, würde ich sagen. Ey! Wie jetzt? Da steht ein Haitianer am... Ach, wie herrlich! 6 Big Mac, Alter! Hey, cool! Klappt sogar... Oh, 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 ich gehe hier dann mal weg, ja. Bevor die anfangen, auf mich zu ballern hier, die Schweinehunde. Also, ich muss sagen, Haiti, also Little Haiti, gefällt mir ja mal so überhaupt nicht. Hallo, meine Freunde, da seid ihr ja auch schon. Ja, ich fahr dann mal weg. Quietsch. Ups. Und PAM! Ihr habt verdient. Schicker Sicherheitstransporter. Wie heißt es denn? Ein Geldtransporter, natürlich. Ach. Kent oder Auftragsmord? Kent oder Auftragsmord? Kent oder Auftragsmord? Ich bin bald für Auftragsmord, muss ich sagen. Den ich würde ganz gerne erstmal alles andere machen. Ich habe nämlich gerade überhaupt keine Ahnung, wie weit wir im Spiel sind. Aber eigentlich, naja gut, wir spielen jetzt 3 Stunden oder sowas vielleicht insgesamt. Da sollte eigentlich noch Platz für mehr sein, oder? Egal, wir machen jetzt trotzdem erstmal den Auftragsmod. Dann haben wir das weg. Und bisher war das ja immer leicht verdientes Geld gewesen. Das ging ja eigentlich immer ziemlich schnell und easy. Da dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Ach, wir sind wieder hier, okay. Hier waren wir ja schon mal. Schauen wir mal. The European gang plans to hit the bank in Vice City. My employees, with the others, it didn't happen. Each member of the gang has a cover while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Ich finde ja, der klingt so ein bisschen schweizerisch manchmal. Wie wenn ein Schweizer Englisch spricht. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Manchmal hat das so den Anhauch. Ich will die Waffe nicht nehmen.
Ich hab ein ordentliches. Ach shit. Ich hab da ein viel schöneres Scharfschützengewehr gerade gehabt. Mike Griffin arbeitet auf der Plakatwand. Okay. Ups. Da, ach, okay. Alles gesichtet. Pam, der gehört zu einer europäischen Gangstergang? Gangstergang, natürlich. Dick Turner hält sich bei BBP, DBP Security auf. Der Schwanzbräuner. Der Dick Turner, das ist ja geil. Der gute Mann heißt Schwanzbräuner? Schön. Ich würde sagen, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Okay. Das machen wir mal auf die gute alte. Irgendwann wird das Ding schon in die Knie gehen. So viel dazu. Mark Hammond und Franco Carter halten sich in der Nähe des Juwelierladens in West Point auf. Okay, oh shit, wir haben schon 2 Sterne. Na gut, den einen, den arbeiten wir gleich wieder ab. Mir fällt gerade auf, ich muss ja mit einem Motorrad fahren. Ihhh. Am besten, ich mache mir das gar nicht bewusst, dann setze ich auch nirgendwo dagegen. Huh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weg da. So, Freunde. Das war's dann auch für dich. So, wohin? Pump. King Kong. Nein, Nick Kong hält sich in der Nähe von Washington Beach auf. Da wollen wir uns mal um den guten Affen kümmern. Haben wir da ein Hochhaus zufälligerweise? Ui. Ach ja, tatsächlich. Ein im Bau befindliches. Ich nehme mal an, da wird er auch drin sein oder drauf, hä? Das fände ich sehr lustig. Ach nee. Okay, wir müssen doch woanders hin. Huh! Ja. Elegant. Eleganz, der neue Duft von Tommy Vercetti. So, was haben wir da? Ach, gut. Scharfschützengewehr. Klick-klack, klick-klack. Pam! Charlie Dilson fährt mit dem Motorrad in Washington herum. In Washington? Washington DC? Jetzt komme ich ja nicht mehr drüber, ne? So ein Mist. Aber Motorrad ist immer gut, wenn man da. Wenn man da ein Auto hat, was ich nicht habe. Aber wir haben ja noch 5,5 Minuten Zeit, um die rasende Schrottfabrik. Die rasende Schrottfabrik zu Ende zu bringen. Ehehe. Ganz gechillt bleiben, Alter. Ach, da hinten die Villa von Diaz schon wieder. Die sieht man auch von überall. Run! Auto, Auto, Auto. Ach, kommt, was soll's. Ach, das sind mir aber zu viele eigentlich. Das wäre nochmal mehr. So ein Mist. Ach, kommt. Shit, shit, shit. Renn. Ja, 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 ja. So, rein da. Und weg hier. So, wunderbar. So habe ich mir das doch vorgestellt. Wobei mir jetzt nicht ganz wohl dabei war, denn wir haben ja schon mal eine Mission vergeigt, indem wir verhaftet wurden. So, runter hier. Ach, schön. Mit Sternchen. Er hat dich gesehen, schalt ihn aus. Nein, bitte nicht. Ich hasse es. Ach, womit habe ich das verdient? Auto, Auto, Auto. Ach nein. Das kann ja super werden. Oceanic. Bitte mit, ja, bitte mit ohne Musik. Genau, das ist gut. Komm schon. Du kannst nicht abhauen.
Ich werde dich immer finden und immer kriegen. Ich hoffe, das ist auch der letzte. Oh, da ist er ja. So war das jetzt nicht gedacht. Komm schon, bleib stehen. Feigling, lass es drauf ankommen. Woher weißt du eigentlich, dass ich was von ihm will? Ich habe noch gar nichts gemacht. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, der Penner, der fährt eine Scheiße zusammen. Dem nähere ich mich nicht. Von dem halte ich Abstand. Weg da. Gut, der fährt hier rüber. Ach shit, der hätte in die andere Richtung fahren sollen. Das wäre cooler gewesen. So, jetzt aber Gummi geben. Komm. Gib mal Stoff hier. Ach, jetzt ist er wieder abgebogen. Ich könnte doch brechen. Ich glaube, ich steig mal um. Ja. Bitte aussteigen. Oh Gott, Glück gehabt. Hui, das war knapp. Hui. Diese Musik. So, das sieht ja schon viel besser aus hier von der Beweglichkeit und Geschwindigkeit her. Ja, super. Da haben wir noch. Mann. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Jetzt habe ich irgendwie einen Bullen umgenietet und habe gleich wieder 2 Sterne. Toll. Ach, shit. Wollt ihr mich rollen? Jetzt hakt das echt an dem einen scheiß Typen hier. Ich bin schon seit 3,5 Minuten oder so hinter dem her. Ist es denn zu fassen? Nina, sehe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Shit. Komm schon. Mal an mich. Sehe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Dass sowas und sowas kommt. Und sowas kommt von sowas. Penner. Zack. Jawohl, Mission erfüllt. $4000 für mich. Da sind wir doch dabei. Das ist doch schön, wa? Das finde ich doch herrlich. Telefon. Kein Auftrag? Schade. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal so langsam zu Kent Paul hin. Und schauen mal, was der gute Herr uns so zu sagen hat. Ne wahr? So. Ah, da haben wir gut durchgepasst. Auf ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Doch schickte ein General eine UFO-Staffel hinterher. Land zu geben, wenn so wär. Dabei man tut am Horizont nur 99 Luftballons. Gut, genug rumgespastet. Das muss reichen. Was geht denn ab hier? Die Befreiungsaktion. Grüße. Ach nein. Ach nein. Bloody hell, you nutter. Bloody, wie süß, bloody. Ach, die Briten sind so knuffig. Das ist ja noch beschissener, als mit Diaz und Lance zusammenzuarbeiten. Wenn Diaz Lance entführt hat und ich Lance von Diaz retten muss, das ist ja... Ach Gott, das wird ja immer schlimmer. Wo fahre ich eigentlich? Ich muss doch hier eigentlich... Okay, dann machen wir hier am besten links rum. Viel zu weit nördlich. Und ich bin... Ja, das war jetzt wieder großartig. Achso. Wegen 99 Luftballons. Yeah. Luftballons. Wegen 99 Luftballons. Wegen 99 Luftballons.